No way. Au. Mein Beileid. Okay. Mhm. Okay. Das ist also das Spiel, was du spielen möchtest. Holen wir mal kurz meinen Tank raus. Oha. Poison Immunity ist halt auch so eine schöne Sache. Huch. Thank you for your song. Thank you very much. Thank you very much. That's awesome. That's awesome. Thank you. Thank you. I appreciate it. Definitely appreciate it. Oh, my face mask is done. So. Zu meinem ein gewisses Item in die Hand drücken. Ich hoffe, das habe ich noch. What's your Discord? I think it's down below in the wait a second. Is your name Eptix420 as well in the game? Ah, okay. It's down below. I don't quite know if my bot can do it. Oh yeah, my bot could do it. It's like Discord, and then you'll have the Discord link with the official Discord server. Bereit für den nächsten Kampf? Yes, I am. Yeah. So. Ach Gottchen, das sieht ja süß aus. Ach, wenn ich die Level dazu nicht wissen möchte. Zu spät. Er ist halt süß. I really need to check. Ich hab vergessen, dass es Feuer war, weil es war mit Sumpfwasser. Oh, damn. Damn, Daniel! Ich bin aber nicht Daniel. I know. Ich bin Wodka. Yeah, thank you. I'll friend you. Brenner Wodka. I will accept the request as soon as I stop playing this game. Yeah, electric cinder ties. Du hast sehr viel Schaden gemacht, du. Naja, immerhin habe ich Schaden gemacht, ne? So, let's get ready. Ich muss noch ganz kurz Race heilen. Dindre sollte ja eigentlich. Obwohl, so wie das aussieht, machst du es jetzt gerade schon fast alleine. Autsch. Es hat es selbst gemacht. Yo, ja. thank you. Enjoy your day and enjoy your stream as well. I'll definitely come into your stream later on and just watch a little. So, und okay. So, yeah. Backpack. Have loads of fun. Definitely. This game is awesome. So, okay. Schon bist du wieder im nächsten Kampf. In den nächsten Kampf. Aber da kannst du einen Okura kriegen. Theoretisch. Das ist richtig. Theoretisch. Möchtest du den Kampf kämpfen oder möchtest du den Kampf nicht kämpfen? Also ich bin auf Flüchten gegangen. Flucht! Both attempts to run. A-
Was zur Hölle passiert hier gerade? Ich werde meine Teamentscheidung nochmal was ändern. Nakura mag zwar schön sein, nee, nicht Nakura. Interessiert aber. Ja. Yo, Alter, das ging jetzt gerade ein bisschen sehr weit. Okay. So, gut. Wir werden nicht in den nächsten Kampf laufen, ne? Nein. Ich muss erst mal nach meinem Backpack gehen. Musst du das? Das muss ist voll und ganz korrekt. Und nicht nur einmal. Ja gut, ich musste nur einmal in mein Backpack gehen, deswegen ist es ziemlich entspannt. Und da. Keine so, Post. Pack ich das du jetzt auch ein anderes. Item. Dahin. So, jetzt ist auch meine Station wieder aufgebaut. Ich warte hier auf dich und ich warte, bis du wieder losgelaufen bist. Okay, let's tempt him up. Easy. Weißt du? Also Kapil macht mir keine Sorgen. Nidrasil macht dagegen. Nidrasil macht mir auch keine Sorgen. Dann ist das ja geklärt. Ich weiß nicht, ob ich Nidrasil so viel Damage reindrücke. Ja, ich wusste es. Nidrasil? Oh Gott, ich hatte Angst, ey. Ich krieg halt den... Oh ja, moin! Wie hat er einfach drei Temtem in dieser Runde nochmal extra Damage kassiert haben? Glaube nicht, dass ich überlebe. Was überlebst? Okay, tschüss! See you later, Alligator! With a super perforator. Bonk. Okay, das hättest du tatsächlich nicht überlebt. Au! Hat dein Gesumma nur eine Runde durchgehalten? Vielleicht. Das ist etwas bitter. Um das mal ganz kurz so zu sagen, at least you effing tried. Ich hoffe, dass es jetzt an Damage ausreicht. Ich auch. Ja, ich gebe alles. Und ein bisschen weniger. Ah, es hat ausgereicht. Ach, Mensch. Da krieg ich sogar noch einen Toxic Werewolf mal hinten drauf. Piranian und Bababa. Piranian und Bababa. Okay, das hört sich nach Nessla an. Auch wenn Bababa teils Nature ist, wenn ich mich nicht irre, aber es ist halt auch Wasser. Und das macht die ganze Situation ziemlich entspannt für mein Nessla. Einfach mit ein paar Chain Lightnings reingehen. Humiliating Slap. Easy! Gar kein Damage. So. Bin erstaunt, dass er Bunbun nicht einen Schritt Schaden bekommen hat. Ja, ist doch ganz angenehm, du. Das dürfte einfach effektiv sein, zweifach effektiv sein, Electric Synthesize. Ich hoffe, dass es jetzt taktisch ein Stück weit klug war. Hoffe ich jedenfalls. Oh. Das war sogar gar nicht mal so doof. Aquatic Whirlwind. Au. Hast du dich nicht gerade eben gefragt? Ich wollte gerade sagen, hast du dich nicht gerade eben gefragt, warum dein Dings noch kein Damage gekriegt hat? Was war der Grund? Ja, ja. Toll, es geht nett. Wie klappt. Am Trott. Ich will ja mein Tenderson 2 verwenden. Was möchtest du? Muss ich. Ich glaube, meins habe ich schon verwendet. Ja, stimmt. Ich habe bisher 3 K.O.-Tenderson schon bei mir im Team. Not good. Not good. That's not good. Und ich bin wieder full life. Ich muss sagen, wie gesagt, also ich weiß, jedes Mal wieder rede ich darüber, aber die Fähigkeit von Nessla ist einfach episch. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum Nessla für mich ein Keeper wird.
Nestle sieht gar nicht mal so doof aus. Oder so hässlich aus. Und Nestle hat eine sehr coole Fähigkeit. Ja. Nestle mit Chain Lightning ist definitiv für mich ein Keeper. Klonk. Und Nestle ist gegen Digital effektiv. Und ein Tank. I like Tanks. So. 778 nochmal abgesnackt. Easy. No, but I can look for him. Talk to the lifeguard. Einen herzlichen Dank auch. Ja, Tim Sims File is empty. So, dann sprechen wir mal kurz mit dem Lifeguard. Uff, mein Race, warte mal. Ich muss erstmal mein Race hier wieder beleben. Was importante. Muy importante. Wo ist denn hier mein Revive? Da ist mein Revive. So. Race, Revive und jetzt. Bam. Easy. Okay, es ist ein Saku. Dafür brauche ich definitiv mein Raise. Flüchten? Ja. Okay. Okay. Danke, Lukas. Flüchten. Oh, wie einmal schon Half Damage bis auf dem. Warte, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ich habe mir das gar nicht angeguckt. Ach, da müssen wir hin. Uff. Da unten irgendwie. Wie kommen wir denn da? Wie zur Hölle? Achso, da. Bei dir. Geh mal da. Ja, wir müssen jetzt doch. Das müsste doch theoretisch. Ja. Wäre eigentlich mal da lang gehen, weil wir dann zu drei Items kommen. Danach wäre ich hier restlich mega noch gegangen. Ist mir egal, ob wir da zu drei Items kommen. Seriously. Seriously. Warum zur Hölle ist denn da Max unten schon wieder? Ich weiß es, ich will es gar nicht wissen. I can help you leave Clan Besotto. Warum? We have a flying fortress, weißt du, das wäre so der Hauptgrund. Besotos eat poop. Besotos allein. Dangerous. Ja, dangerous. Screen rüber, so wui. Also ich weiß nicht, wie wir da oben hinkommen, ne? Also wir sind sogar erstmal hier unten, ja, also, das ist schon wieder ein Bug, ey. Ja, ich will. Was? Was? Oh, nee, jetzt verfolge ich dich. Ich kann jetzt nicht mehr laufen, weil wenn ich laufe, ich laufe, aber ich sehe nicht, wo ich hinlaufe, weil ich dir hinterher laufe, so sehen. Meine Kamera ist auf dich fixiert. Wie meine Kampfstelle da ist. Links. Vielleicht geht's noch besser. Ich muss das definitiv, wenn ich das in der Folge später mache, muss ich das definitiv mal highlighten. Das ist halt episch gerade gewesen. Ah, ja. Episch. Ja, du bist gerade bei mir gerade einfach über den Stream gesippt, so hin und zurück. Ich hab nur keinen Plan, wann diese Folge hier erscheinen wird, also.
Ach, du ahnst es nicht. Ja, das ist doch wohl, da sehe ich doch wohl Nessler definitiv drin. Eins Nessler. Gehen wir mal hoch hier. Aber ich muss sagen, du hast mal gedacht, du bist ab 18 Uhr weg, aber ich will dann ab 17 Uhr weg sein. Ich wollte gerade sagen, ich wäre glaube ich auch schon ab 17 Uhr weg, das wollte ich dich noch fragen, ob das für dich schon Ordnung wäre. Ja, ich muss ein bisschen abwaschen und dann Essen machen. Warte, hast du gerade Damage gekriegt? Nein, hast du nicht, ich dachte gerade. Ich habe Damage irgendwo herbekommen, aber ich weiß nicht woher. Ja, ich weiß es auch nicht woher, weil ich habe nämlich auch Damage gekriegt und... also ich habe halt Leben gekriegt. Dann könnte ich einer von denen werden, aber wir müssen die beiden jetzt down. Ja, das ist auch gut so. Ja, sicher auch. Mushuk und Baranchi. Okay, also Baranchi ist ja noch effektiv mit Elektro, aber... Mushuk? Ich hab nicht eine Windattacke gegen für so die ganzen Giftviecher, ne? Ich auch nicht. Ich hab nicht ein Wind-Temtem. Also doch, hab ich. Aber Level 7 oder 8 oder so. Wenn ich hierher gehe, dann gehen die erstmal 5 Level hoch. Hier gibt's doch Wind-Temtem. Da gibt's doch diesen einen Vogel. Ich glaube, den könnten wir vielleicht mal fangen. Meinst du? Ja. Ich möchte einmal ganz kurz sagen, dass ich einfach nur dämlich bin. Ansonsten, pass auf. Wollen wir das nicht vielleicht anders machen? Hast du gerade meinen Gazuma gekillt? Nein, wieso sollte ich deinen Gazuma gekillt haben? Also wie? Ich doch nicht. Warum vor allen Dingen auch? Ich werde es mir später in der Folge hoffentlich nochmal angucken. Also der Hauptgrund ist, ansonsten wollen wir nicht gleich sonst einfach außerplanmäßig früh ein bisschen zu Ende machen. Dann machen wir jetzt gleich zu Ende. Und dann können wir ja theoretisch nochmal die Tage irgendwann weiter Temtem spielen. Weil, wie gesagt, wir sind ja definitiv nicht außer Welt und je nachdem, wie lange du jetzt noch zu Hause bist, könnten wir dann auch vielleicht sogar ein bisschen Pre-Stream machen. Und könnten wir dann ja auch... Ach komm, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ein HP oder was auch immer du da hast. Und dann könnten wir auch mal wieder ein bisschen mehr Animal Crossing zusammenspielen. Animal Crossing ist ja auch schön. Das ist richtig. So, zack. It's no longer trapped. So. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, dann beenden wir einfach jetzt hier nach diesem Kampf und nach dieser Sache einmal ganz kurz den Stream. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Ich würde mich nochmal ganz lieb bei Aptix420 bedanken für den Abonnement und die 5 Euro. Vielen lieben Dank. Und dann nochmal vielen lieben Dank an den Haro, der einfach vorbeigesippt ist und Happy Lou. War sehr schön mit euch hier zu sein und mit euch zu quatschen. So, bis dahin. Tschüss. Ciao.